herzlich willkommen. Ich freue mich total. Wir haben heute eine super Expertin bei uns im Talk, im Bablü Talk, nämlich Frau Vistaya Heidu-Kaplan, die sich ganz intensiv mit den Augen beschäftigt. Und wir werden uns heute anschauen, was der Unterschied von Blauauge, Braunauge ist und wie man da auch besser kommunizieren kann und natürlich auch so einen kleinen Hinweis schon geben, was es mit unserem Leben und der Berufung und unserer Persönlichkeit zu tun hat. Ich freue mich total, dass wir heute hier im Gespräch sind. Dankeschön. Herzlich willkommen auch für Sie. Ja, danke, ganz lieb. Sie haben wahnsinnig viel schon gemacht. Ich stelle Sie noch mal kurz vor. Sie sind Heilpraktikerin, Schamanin, Dozentin für Iridologie, Energetic, Eye Healing, Schüsslersalze. Sie haben schon Bücher zu den ganzen Themen geschrieben und sozusagen die Person, die im deutschsprachigen Raum sich mit dem Thema am allerbesten auskennt. Und jetzt bin ich da ja eher so ein Neuling in dem Thema. Was genau ist denn diese Iris-Interpretation und wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Das würde mich jetzt vorab mal interessieren. Also die Iris-Interpretation ist die Fähigkeit, die Zeichen des Auges zu lesen. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn ich Ihnen die arabischen Buchstaben für den Koran beibringen würde. So bringe ich bei im Unterricht, wie die einzelnen Zeichen halt gelesen werden, wie sie in der Position und in der Farbe interpretiert werden und auch welche Fragen dem Klienten gestellt werden, um zu verifizieren, ob das, was man da im Kopf hat, auch das ist, was mit dem Patienten was zu tun hat. Weil die Gefahr der Projektion, dass man sein eigenes Thema da rein interpretiert, ist relativ groß. Und deswegen bedarf es auch einiger Schulung, die ich auch wirklich sehr ernst nehme, auch im Unterricht, dass die Leute die richtigen Fragetechniken lernen, mit den Klienten eben umzugehen und positive Ergebnisse zu erzielen. Hintergrund der Iris-Interpretation ist, dass die Leute, die mit Problemen zu uns kommen, nicht unbedingt körperlich, sondern eher emotional oder psychisch neue Wahrnehmungen auf ihre alten Blockaden bekommen und dadurch leichter durchs Leben gehen können. Und welche Blockaden das sind und warum die da sind, das kann ich aus dem Auge lesen. Das ist ja super spannend. Also für alle Menschen, die sozusagen mit anderen Menschen zu tun haben, sei es im Coaching, in Therapien oder wo auch immer, macht es sinnvoll, ein bisschen genauer ins Auge zu schauen. Und was ist jetzt, Absolut. absolut super, was ist Ja. jetzt der Unterschied zur Iris-Diagnose? Also bei der Iris-Diagnose, wie sie langläufig bekannt ist und viele Leute auch schon da waren, steht erstens nur der Körper im Vordergrund. Und im Grunde genommen ist das Wort Iris-Diagnose falsch, weil man kann keine Diagnose aus der Iris stellen. Man kann sagen, okay, ich habe hier eine Kombination von Zeichen, wo ich aus meiner Erfahrung heraus weiß, dass das auf zum Beispiel Morbus Crohn oder Krebs hinweisen könnte, aber ich kann nicht sagen, verifiziert, das ist Krebs. Ja, deswegen wehre ich mich dagegen, das Wort Iris-Diagnose zu verwenden. Für mich ist es eine Interpretation der Zeichen. Und die Erfahrung des Iridologen letztendlich entscheidet, wie hoch die Trefferquote ist. Und er setzt natürlich auch nicht den Gang zum Arzt, ne? Ich glaube, das ist ein Absolut nicht, wichtiger Punkt. nein. Also wenn Hinweise gefunden werden, die auf einen fragwürdigen Befund hinweisen, muss unbedingt ein Arzt eingeschaltet werden. Und wie nützt mir jetzt diese Iridologie? Also wozu und wie funktioniert es? Wie setze ich sie ein? Wie nützt sie mir jetzt, wenn Sie mir ins Auge schauen? Also die Iridologie, wie ich sie anwende und unterrichte, dient dazu, bei den Menschen Baustellen ausfindig zu machen, die sie davon abhalten, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Es gibt ja viele Bereiche durch eine schwierige Kindheit, durch irgendwelche Erfahrungen, durch irgendwelche Überlieferungen an Glaubenssätzen aus der Ahnengalerie, die uns davon abhalten, wirklich die Fülle, die uns das Leben bietet,
einfach anzunehmen, wie Sterntaler mit dem Röckchen hoch und alles auffangen, was uns da Gutes entgegenkommt und eben auch das Positive zu sehen. Und wo wir unsere Wahrnehmung darauf hinrichten, das ist das, was wir auch als Erfahrung dann mitnehmen können. Und ich helfe den Leuten aus diesen eingefahrenen Wahrnehmungen, die sie nicht wirklich weitergebracht haben, in eine neue Richtung zu gucken, indem wir halt benennen, was die Baustelle ist und gucken, was trotz allen Leids oder wie auch immer als Lernaufgabe da drin steckte, dann können die Leute entscheiden, will ich da eine neue Wahrnehmung zu aufnehmen, eine neue Deutung sozusagen des Erlebnisses und einfach mal ausprobieren, ob es mir mit dieser neuen Deutung besser geht. Das klingt ja schon sehr spannend. Und Ja. jetzt haben wir am 8.10. ein kostenfreies Webinar mit Ihnen von der Bachblütenakademie. Und da geht es darum, erkenne deine Berufung und Persönlichkeit. Kann ich das denn wirklich in den Augen erkennen? Naja, also wir haben ja, also in der Iridologie werden drei Grundaugenfarben oder beziehungsweise zwei Grundaugenfarben und eine Mischform unterschieden. Wir haben landläufig die Blauaugen, zu denen auch alle Blaugrauen und Dunkelblauen und auch die Blaugrünen gehören. Wir haben die Braunaugen, wozu Rehbraun und Dunkelbraun und alle Braunvarianten gehören. Und wir haben die weder die einen noch die anderen sind, die nennen sich Mischaugen. Und je nachdem, welche Augenfarbe ein Mensch hat, hat er andere Reaktionsmuster, wie er durchs Leben geht. Ein Mensch mit blauen Augen geht zum Beispiel relativ zügig durch sein Leben mit den Lernaufgaben, weil der sehr wenig Auflagerung auf der Iris drauf hat, bis er an seiner wahren, angeborenen Natur ist. Das Braunauge hat ganz viele Schichten drauf. Das kann man sich vorstellen wie so einen Algenteppich von einem Aquarium, was lange nicht geputzt wurde, wo sich im Laufe der Zeit immer mehr so ein Algenteppich draufpackt. So lagert sich die braune Farbe auf die eigentliche Grundstruktur an. Und die Braunaugen, die müssen erst durch diese meistens Ahnenthemen sich durcharbeiten, um zu ihrer eigenen wahren angeborenen Natur zu kommen. Und von daher brauchen Braunaugen immer ein bisschen länger für den Prozess, ein Thema abzuschließen, als ein Blauauge. Und wie wir jetzt sozusagen auch dann genau an unsere Berufung und Persönlichkeit kommen, das schauen wir uns ja dann nochmal genauer im Webinar an, ne? Dass wir das Ja, dann auch. da ist die Augenfarbe ist eine Sache, aber was auch ganz wesentlich ist, ist die Struktur. Also das Auge zeigt ja manchmal so eine Gänseblümchenstruktur oder ganz, ganz homogene Struktur, dass man gar nicht irgendwelche Änderungen nimmt. Manchmal ist an einer Stelle so ein ganz großes Blütenblatt zu sehen und jede dieser Strukturen hat wiederum eine Aussage über Talente, über emotionale Stellen. Also über Dinge, die emotional wirklich tief durchlebt werden müssen. Andere Sachen brauchen nur gefühlt zu werden. Das ist ein anderer Tiefgang. Emotional geht tief rein. Fühlen ist so, ne, dass man sagt, ja, habe ich wahrgenommen. Und die Struktur ist auch mit wichtig für die Interpretation der Lebensaufgabe oder beziehungsweise der Lebensthemen. Und über die Struktur spreche ich dann im Januar. Ah, ja, in der Ausbildung, die wir natürlich auch zu dem Nein, Thema machen. in dem zweiten Webinar. Ah, wir haben noch ein zweites, stimmt, wir haben ja im Ja, Januar noch ein zweites am Webinar, das wir 16. auch. Januar ist noch ein zweites Webinar, genau, ein kostenfreies. Ja, da werden wir dann auch noch mal einen Talk dazu machen. Ja. Und jetzt sagt ja die Schulmedizin, dass die Augenfarbe vererbbar ist. Was sagen Sie denn dazu? Also wenn das so ist, dann habe ich schon ganz viele Kuckuckskinder gesehen, weil ich oft die Eltern und die Kinder kenne und oft passt das nicht wirklich zusammen. Also da kann man nicht sagen, okay, das ist tatsächlich das Kind von dem. Die Schulmedizin sagt, dass die braunen Augen dominant vererbbar sind. Das heißt, wenn ein Braunauge und ein Blauauge Sex miteinander hat und ein Kind zeugt, dann müsste nach dieser Theorie das Auge tatsächlich ein Braunauge sein. Ja,
Und das ist aber nicht immer so. Es gibt ganz oft in einer Familie mit braunen Augen ein Kind, was blauäugig ist. Und das ist immer das schwarze Schaf in der Familie. Das wird von denen mit braunen Augen nicht verstanden, weil das ganz anders tickt. Das ist anders unterwegs mit Erfahrungen, die gemacht werden wollen, mit der Geschwindigkeit, wie die Erfahrungen gemacht werden. Das ein Blauauge möchte aufbrechen und möchte neue Dinge in die Welt bringen. Das Braunauge ist der Bewahrer, der möchte gerne dafür sorgen, dass Traditionen weitergeführt werden und zwar unverändert weitergeführt werden, idealerweise. Man kann das ganz gut sehen, die Länder, in denen viele Braunaugen geboren werden, also alles ab Mittelmeer abwärts. Die haften ja sehr in ihren alten Traditionen. Da findet man häufig Traditionen, die schon seit Hunderten von Jahren so sind und nie wirklich verändert oder angepasst wurden an die neue Zeit. In Ländern mit Blauaugen gibt es das nicht so viel. Das Ja, ist weil ja die auch spannend. Blauaugen, die haben Ja. damit gar nicht so wahnsinnig viel am Hut. Die sind eher diejenigen, die den braunen Augen vorleben, wie es sein könnte, wenn man die modernen Zeiten oder die Errungenschaften der modernen Zeiten mit einbezieht. Und deswegen sind es immer Konfliktpunkte, wenn Menschen mit blauen Augen in der Braunaugenfamilie sind, weil die einfach nicht verstanden werden. Das sind wie kleine Außerirdische auf einem Braunaugenplaneten. Ja, spannend. Das lässt ja dann auch die kulturellen Unterschiede auch ein bisschen genauer erklären, ne? Dass Ja, dadurch genau. dann auch nicht nur Ja. Familien, sondern auch in Ländern Konflikte ergeben. Richtig. Ja, sehr interessant. Naja, Und wir ich haben habe ja. noch einen Nachtrag, wenn ich Jawohl. darf. Also, dass die es nicht rein vererbt ist, das braune Auge, das sieht man auch daran, dass in Ländern wie Südafrika, wo eigentlich zu 90% mindestens braune Augen unterwegs sind, immer mehr Blauaugen im Augenblick zur Welt kommen. Und zum einen kann man sagen, ja, die braunen Augen, die sind nicht mehr wirklich halt reine braunen Augen und das eine Gen, wo denn Blauauge drauf definiert ist, koppelt sich dann mit einem anderen Gen, wo Blauauge drauf dominiert ist. Das passt aber nicht dazu, dass gesagt wird, braune Augen sind dominant vererbt. Das heißt, wenn ein Gen dominant braun ist, dann müssten alle Nachfahren auch braun sein. Ja, und in Afrika ist es zu beobachten, dass da auch immer mehr Blauaugen auf die Welt kommen und beziehungsweise jeder Mensch wird mit blauen Augen geboren, aber in den ersten Monaten zeigt sich dann die letztendliche Farbe. Und einfach, weil es auch in Afrika darum geht, Dinge zu erneuern und die alten, überholten Traditionen im Grunde genommen anzupassen, damit halt das Land auch überlebensfähig ist. Das heißt, wer jetzt da noch mehr wissen will, kann am 8.10. zum Webinar kommen von 19 bis 20 Uhr, dem kostenfreien Webinar zum Thema Finde deine Berufung, erkenne deine Berufung und Persönlichkeit in deiner Augenfarbe. Worum wird es denn da noch einmal genauer gehen? Ja, erstmal erkläre ich halt mit viel Bildmaterial, welche Augenfarben welchen Hintergrund haben, auch durchaus welche Krankheitsneigungen mit welcher Augenfarbe in Verbindung stehen und was man halt über die grundsätzliche Funktionsweise, möchte ich es mal nennen, also gar nicht so sehr Lebensaufgabe, sondern es geht mehr um dieses grundsätzliche Funktionsschema, wie ein Blauauge, ein Braunauge oder ein Mischauge durchs Leben geht. Darüber werde ich auf jeden Fall sprechen und werde auch darüber reden, wie angepasst, also dass die Kommunikation durchaus leichter ist, wenn man über bestimmte Hintergründe der Augenfarbe weiß, weil ein Braunauge anders angesprochen werden muss als ein Blauauge. Ganz einfach, weil der ein anderes Reaktionsschema hat. Ja, und dadurch viele Komplikationen in Beziehungen und so weiter hinfällig werden, wenn man das Verständnis einfach für diese Andersartigkeit hat, die sich in der Augenfarbe ausdrückt. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich finde das super spannend als Blauauge vor allem auch.
Anschließend gibt es ja auch noch Frage- und Antwortrunde. Das heißt, wenn jemand Fragen hat, stehen sie dann natürlich auch zur Verfügung. Und wir von der Bablü haben für alle, die live dann zum Webinar kommen, auch noch ein Überraschungsgeschenk. Also dabei sein lohnt sich. Und jetzt so noch zum Abschluss. Was können wir denn jetzt schon tun? Oder gibt es so einen Tipp, den besten Tipp so zum Schluss, den Sie noch mitgeben können? Den besten Tipp zum Schluss, also der geht so an Paare hauptsächlich, dass man sich mal genau anguckt, wen man da hat. Hat man ein Blauauge oder ein Braunauge als Partner und einfach weiß, dass das Blauauge keinen Angriff startet, wenn der mit seinen Ideen und mit seinen Impulsen auf und davon galoppiert und das Braunauge nicht hinterherkommt. Weil das ist das Häufigste, das Braunauge braucht einfach ein bisschen länger. Ja, das ist nicht schlecht oder so, das ist einfach, die müssen sich erst durch viele Dinge hindurcharbeiten, die beim Blauauge gar nicht da sind. Also schau deinen Partner, deiner Partnerin, in welcher Ebene auch immer, beruflich, privat oder mit den Kindern, genau in die Augen und wisse sozusagen, es gibt Unterschiede, die einfach vorhanden sind. Und wie wir dann richtig miteinander kommunizieren können oder was wir daraus umsetzen können, das werden wir dann genauer im Webinar hören. Da haben wir dann ja eine Stunde Zeit. Also hier ist dann auch der Link oben oder unten auffindbar, wo du dich dann auch wirklich, wo sich jeder anmelden kann zu unserem Webinar. Ich freue mich schon total und ganz herzlichen Dank für das tolle, informative Interview. Ja, dann Dankeschön. Danke für die Gelegenheit.